Hallöle, liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir gehen mal weiter. Wir müssen jetzt runter zu den Seeschauminseln, wenn ich da nicht falsch liege. Das kann man mal machen, oder wir könnten vorher einen Abstecher ins Kraftwerk machen. Ich denke, das machen wir vorher. Da setzen wir einmal unseren komischen Himmelsschlitt hier ein. Himmelsschnitt, Himmelsritt, Himmelsflitt. Oh, Hevo! Baba! Ein Ohrring! Ein einzelner Ohrring, den irgendjemand verloren hat. Hey, Hevo, du hast den Ohrring von unserer Mitbewohnerin geklaut. Oh, wir haben neulich eine WhatsApp-Nachricht. Sie hat das, glaube ich, getwittert. Da hat sie einfach geschrieben, von wegen, sie hat sich einen neuen Ohrring gekauft. Der ist ja aus Versehen runtergefallen beim Aufmachen. Und dann kam direkt ein Hund an und hat ihn mitgenommen. Hevo, das warst du, oder? Spielen, ja. Wie schön. Hast du gut gemacht, aber ich bin richtig stolz auf dich. Ja, da freust du dich. Hey, wo? Okay, dann fliegen wir aber mal. Himmelsritt, bitte. Hier hoch, bitte. Zum Kraftwerk. Ja, hier Felstunnel. Da können wir nicht direkt hinfliegen. Dann müssen wir, glaube ich, am besten nach Azuria City. Und dann fahren wir mal rüber zum Kraftwerk. Barnaby. Da können wir jetzt Zapdos fangen. Wenn es hart auf hart kommt, werfen wir einfach den Meisterball. So. Aus dem Weg, Mirapla. Hallo. Ich möchte nur mit meinem Drachen durchfliegen. Ist das denn zu viel verlangt? Scheinbar schon. Entschuldigung, dass ich wieder durch ihr Haus durchlaufe, aber das geht am schnellsten. Entschuldigung. Die sitzt da immer noch. Ah, das ist okay. Alles gut. Die haben mein Haus verwüstet. Scheiße. Ja, Entschuldigung, dass wir ihr Haus zerstört haben. So, dann mal nach Osten. Ah, weg mit dem Strauch. Durchgestrauchelt. Weg mit. Tschüss. Weg. Wolle weh. Oh, schaut mal. Da oben ist ein Nidoran und zwei Habitak. Wie schön. Plupp. Ich kann ja nochmal hochgehen und gucken, ob es da noch irgendein Pokémon gibt, was wir noch nicht haben. Ibitak haben wir noch nicht, ne? Die gab es doch hier auch. Hallo, Nidoran. Hallo. Sehr nett, dass du hier bist, aber wir brauchen dich nicht. Rattefratt. Ah, verflixt, Rattefratt. Ich bin nicht hier für dich. Und ich will dich auch nicht mit dem Hyperball fangen. Was ist denn los? Sollen wir mal Meisterball werfen? Kann man mal machen, so an sich. Tschüss. So. Ich wollte auch nur mal gucken. Ist das denn inzwischen schon ein Verbrechen? Einfach mal gucken. Rein Nidoran. Schön, ich mag Nidoran. Die sind niedlich. Da ist er, Ibitak. Auf dich habe ich gewartet. Komm her. Komm her. Dich haben wir noch nicht. Du alter Schreihals. Riesig ist der. Oh ja. Schrei mich halt an. Komm, schrei rum. Lass es alles raus. Verflixt noch eins. Ibitak. Dann hole ich mir halt einen Koop-Trainer zur Hilfe. Pass mal auf hier, Ibitak. Hopp. Was auch immer das jetzt war. Gut war das nicht. So. Pling, pling, mein Freund. Los. Los. Jawohl. Sehr schön. Da muss ich kein Habitak mehr trainieren. Ibitak wurde gefangen. Ding, ding, ding. Für Ibitak gibt es einen neuen Eintrag im Pokédex. Was haben wir denn da? Dieses Pokémon gehört einer sehr alten Spezies an. Wittert es Gefahr, so fliegt es sofort in großen Höhen davon. Diese alte Spezies nennt man Feiglinge. Da gab es einen Schnaps davon. Hau ab, Kleiner. So, ach, du bist noch einer. Warum sind die denn hier so häufig? Ich meine, ich habe keinen... War das ein Nidorina? Oh, haben wir schon Nidorina? Das müsste ich gerade mal checken. Moment, wir gucken einfach im Pokédex, das glaube ich am schnellsten. Nidorina? Haben wir das? Haben wir schon, ja. Entschuldigung, Kleines, dich haben wir schon. Oioioi, warum sind hier so viele entwickelte Pokémon? Habe ich irgendwas verpasst? Da oben ist auch noch Gras. Hallo? Hallo. Alles gut hier? Nee, hier ist nichts los. Hier geht die Party erst heute Nacht. So, Nidoran, okay. Fliege ich hier nochmal rum. Hallöchen, lieber Schwarzgurt. Ich will hier nur durch. Bin sofort wieder weg. Fuck yeah, Krabi. Hallo, na, geht's gut? Ich liebe Krabi. Das sieht immer so dumm aus, wenn das läuft. Tschüss, Krabi, tschüss. Wo will der denn hin? Da weiß er, glaube ich, selber nicht so ganz. Naja, gehen wir mal raus aufs hohe See. Sollen wir hier raus? Da schon wieder ein Ibitak. Früher waren die mal selten. So. Na, Ibitak? Ist denke ich auch Pokémon oder eher nichts? Oh, ja. Hier gibt es ganz tolle Pokémon.
Zum Beispiel ein Carpador und diesen besoffenen Typen da drüben. Na, alles gut bei dir? Ich rede mit dir, junger Mann. Ach du Scheiße, der hat einen Glurak! Glurak! Bist du also extra hergekommen? Heißt das, du bist auch ein Maniac? Möchtest du mal meine Sammlung sehen? Was sammelst du denn? Benutzte Taschentücher. Wie klein meine Trainerin ist, wenn Glurak 1,7 Meter groß ist. Ja, so 1,20. Boi! Los, Herbo. Mach ihn richtig fertig. Level 42. Siehst du, das passt vom Level doch ganz gut hier. Machen wir mal einen Blubsauger. Einfach mal schlüpp und dann ist Rihorn weg. Und tschüss, kleiner Rihorn. War nett mit dir. Ach, das gibt ja auch wieder keine Erfahrungspunkte, wie reizend. Und ein Schlurp hast du noch. Schlurp. Willst du mal an meiner Zunge lecken? Los, versuch mal. Nee, danke. Echt nicht. Wirklich nicht. Heieiei, jetzt kribbelt's aber. Heieiei. Muss ich mal gucken, wo vorne ist und wo hinten ist. Schlurp sieht so ein bisschen aus, wenn du diesen Spruch, du bist, was du isst, so ein bisschen zu wörtlich nimmst und dann ganz viel von dieser Erdbeer-Vanille-Eiscreme isst. Genau so siehst du dann aus, wenn du das machst. Genauso wie Schlurp. Ja, du hast gewonnen. Naja, macht nix. Was ist denn los mit dem? Der sieht aus, als hätte er sich gerade richtig in die Hose geballert hat. Naja, das ist nicht mein Problem, Mark. Da musst du wohl selber mit leben. So, was haben wir denn hier? Ein Donnerstein, das ist doch nicht schlecht. Den kann man sicherlich noch gebrauchen. So, was ist denn das hier? Kraftwerk. Dann gehen wir da mal rein. Kraftwerk. Na, oh, alles gut hier drin. Oh, da ist ein Voltoball und ein Magnetido, seht ihr mal. Sowas will ich sehen. Ich schmeiß mal einen Lockparfüm an. Die ganzen Boys hier drin haben wir nämlich noch gar nicht. Hallo Voltoball, du kommst jetzt mal mit. Da ist auch ein Electek, seht ihr mal. Direkt alles, was man hier haben will, an einem Ort. So, einmal anschmeißen, hier Koop-Trainer. Hallo Voltoball. Voltoball. Du Schlingel. Voltoball. Das war besser. Hey. Aber selbst mit 10 ist man etwas größer. Nicht alle Menschen, Becky. Nicht alle Menschen. Sehr schön. Voltoball wurde gefangen. 300 Erfahrungspunkte. Sodamax. Level 42. Nett. Für Voltoball gibt es einen neuen Eintrag im Pokédex. Bumm! Und alle sterben. Man sagt, es tarnt sich als Pokéball, um sich zu schützen. Allerdings zerstört es sich schon bei der kleinsten äußeren Einwirkung selbst. Ach, der Arme. Ja, komm, dann fangen wir uns mal das Electric, bevor das abhaut. So, na, mein Kumpel, alles gut? Ja, ich auch, Electric, ich auch. Und hopp. Naja, war jetzt nicht so gut, aber reicht vielleicht. So ein Doppelwurf ist doch eine feine Sache. Schlipp, schlupp, schlibbidi-dupp. Ach, verpflegst. Electric, kannst du das mal lassen? Und meine Güte, was machst du denn, Electric? Wir wollen doch nur nett mit dir sein. Gut. Gut. Schlupp, schlupp, schlubbidi-dupp. Sehr schön. Danke, Electric. Electric wurde gefangen. Yeah. Das gibt richtig viele Erfahrungspunkte. Stunde ist Level 52. Hey. Hört. Und was steht denn da? Für Electric gibt es einen Eintrag. Größere Stromausfälle sind fast immer darauf zurückzuführen, dass ein Electric den Strom eines Kraftwerks einfach gefressen hat. Kannst du das mal nicht machen? Das machen die hier also. Oh, Nebula. Nebula sag ich schon. Smogon, den haben wir auch noch nicht. Hier gibt es ja richtig was zu holen. Komm mal her, Smogon. Magnetilo fangen wir danach auch noch. Na, Smogon? Smogon! Ja, fuck yeah! Mir geht's richtig gut! Oh! Eins. Nein! Mir geht's viel zu gut! Ich fliege, Mann! Ich fliege! Ja, das tust du, Smogon. Das tust du in der Tat. Schlupp, schlupp, schlubbidi-dupp. Sehr gut! Smogon wurde gefangen. Ja, hier puffern wir den Pokédex jetzt mal richtig schön hoch. So. Was haben wir denn da? Für Smogon gibt's einen neuen Eintrag im Pokédex. Bei diesem Pokémon ist Vorsicht geboten, da sich die Gase in seinem Inneren an warmen Orten ausbreiten und explodieren lassen. Oh, das ist nicht so gut. Da muss ein bisschen vorsichtig sein, Smogon. Du willst mir doch keinem wehtun. Hallo Magnetilo, du kommst auch mal mit. Na, Kleiner.
bin ja ein wütender Magnet. Ja, bin sauer. Ja, okay, Entschuldigung, Magnetilo. Ach, verflixt. Jetzt muss ich echt auf den Pokéball warten, weil ich mit dem Superball so schlecht geworfen habe. Ja, genau, so ist das nämlich. Ich sehe das gar nicht ein. Okay, Entschuldigung, Magnetilo. Gut. Gut. Komm schon. Na los. Wir schaffen das. Nein, schaffen wir nicht. In der Tat schaffen wir das nicht. Magnetilo, was soll denn das hier? Was wird denn das? Großartig. Bitte, Magnetilo. Bleib doch einfach drin. Wir haben uns doch alle lieb hier. Nee, keine Gefühle. Hat einen Fehlercode, wenn er Gefühle zeigen soll. Einfach Farbe davon kommen. Das muss doch jetzt aber reichen. Zack. 1, 2, 3. Vorbei. Ach, Magnetilo, echt. Weißt du, wir fangen hier Electek mit 2 Bällen. Und dann kommt Magnetilo und denkt sich, dass er jetzt hier der König ist. Soll mir recht sein, Kleiner. Soll mir recht sein. Ach, du Heilig. Was soll denn das? Ich meine, ich hatte keine Trainer. Wenn ich eine gehabt hätte, wäre ich jetzt sauer. Electek. Na, ihr saugt dir das ganze Strom von Kanto weg. Ja? Das ist ja ganz toll. Dann lasse ich dich da mal alleine mit... Ach, du Scheiße. Was ist hier los? Da ist noch Magnetilo. Jetzt den will ich aber haben. Ach, Magnetilo. Bitte, bitte stell dich nicht so an wie dein Vorgänger. Du bist doch ein netter Typ, oder? Bist cooler Typ. Hast ein bisschen Spaß. Kommst jetzt mit. Das wäre doch was. Na los. 1, 2, 3. Jawohl. Seht ihr, das kann so einfach sein. Magnetilo wurde gefangen. Gripsbonbon und Sananabären. Gripsbonbon, das klingt doch gut. Na, geht's gut? Es trotzt vor Geburt an der Schwerkraft. Es trotzt von Geburt an der Schwerkraft und schwebt auf elektromagnetischen Wellen durch die Luft. Das ist doch schön. Magnetilo, das ist doch schön. Macht bestimmt Spaß. So, du mal weg da, Billy. Voltoball, ich möchte mit dieser jungen Dame reden. Unter dem Trainercoach steht das Kraftwerk auf Rang 2, der Ort, auf dem man keinen Fall zugeteilt werden möchte. Mir ist es egal, wohin ich eingeteilt werde. Ich mache meinen Job immer gut. Soll ich das mal demonstrieren? Na klar. Na, mit Freuden, los geht's. Ja, die sind so eine richtige Organisation. Das ist eigentlich ganz cool. Na, Ina? Hast ein Amor. Uiuiui. In der Tat sehr interessant. Problem ist, dass der einen Bodentyp hat, den damit eine Knisterladung nicht machen kann. Und ein Wassertyp, deswegen ist Blubsauger schlecht. Ich versuche mal eine Kopfnuss. Ach nee, war der Gestein? War der Gestein? Dann müsste die Knisterladung ja laufen. Der war Gesteinwasser. Irgendwer hat mir neulich erzählt, dass alle Fossil-Pokémon den Bodentyp haben. Das kann ich nicht mehr bestätigen. Paralysiert, sehr schön. Kannst du... Nein. Entschuldigung, nein, tschüss. Tut mir... Nein, bitte nicht. Oi. Nicht so lang. Aber durch den Gestein oder Bodentyp müsste Blubsauger ja wieder normal funktionieren eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Also eigentlich hätte ich das von Anfang an machen können. Egal, tschüss Amoroso. War auf jeden Fall nett mit dir. Au, bin seit nicht umgekippt. Jetzt liege ich hier. Alles blöd. Lebensscheiße. Als nächstes Aerodactyl. Uiuiui, da können wir auch mal eine Knisterladung draufsetzen. Der freut sich bestimmt. Beim Blubsauger tut es wahrscheinlich genauso und heilt uns auch noch. Also machen wir das mal lieber. Steinhagel. Eieiei. Gott sei Dank hat das nicht getroffen. So. Gib mir deine Lebensenergie, Aerodactyl. Wir brauchen das. Das ist wichtig für Hervo. Sehr gut, Hervo. Einmal schön voll heilen. Schlipp. Energie abgesaugt. Und jetzt nochmal eine Knisterladung. Der ist aber ganz schön schnell, ne? Der ist schneller als Hervo. Hervo ist eigentlich selber gar nicht so langsam. Steinhagel nervt ein bisschen, weil man dadurch zurückschrecken kann. Ist Gott sei Dank nicht passiert, hätte aber genervt. Tut mir leid, Aerodactyl. Das war wohl nix. Umgefallen. So, Level 51. Das wird langsam immer besser. So, was haben wir noch? Rutsauchen habe ich Level 53. Fein. Als nächstes noch ein Kabutops. Das machen wir aber mit Schlund. Ein Megasauger und das dürfte gegessen sein. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Schlund das macht. Oioi, ja, das machen wir lieber mit Schlund. Das ist okay. Hi, Schlund. Hast du ein bisschen Hunger mitgebracht? Da habe ich doch die perfekte Mahlzeit für dich. Schau mal den da an. Er hat sogar schon 2 Messer mitgebracht, damit er sich selber schneiden kann. Sich selber schneiden ist nicht gut. Das sollte man wirklich nicht machen. So, Kabutops, tut mir leid. Coole Pokémon hat sie aber gehabt, muss man sagen. Das ist ein cooles Team. Sowas hätte es im normalen Pokémon Rot-Blau nicht gegeben.
Sodamax sagt Level 43, sehr schön. Gute Arbeit, das gilt für uns beide. Ich bin doch stolz auf dich, wenn du jetzt wirklich hier im Kraftwerk deinen Job da machen musst. Für mich gibt's nichts Schöneres, als wenn du mit meiner Arbeit zufrieden bist. Hier, ich hab was für dich. 5 Sonne. Oh, danke schön. Ina, du bist die Beste. So ein Sonderbonbon leistet auch richtig gute Arbeit. In der Tat, Ina, in der Tat. Ich mag die Ina, das ist eine nette. Eine Kapsel X-Spezialverteidigung. Für die ganz harten Fälle. Nehmen Sie X-Spezialverteidigung und sagen Sie noch heute AD zu Zodbrennen. Ich habe kein Parfüm mehr. Kein normales, aber ich habe vielleicht noch Superparfüm. Superparfüm. Das hält auch länger. Da sind Volloballs. Da haben wir noch ein Item. Hallo Volloball. Noch ein Sonderbonbon. Wir könnten eigentlich mal die ganzen Pokémon, die sich durch Level-Up entwickeln, die halt nur ein Level von der Entwicklung entfernt sind, dann wirklich mal mit den Sonderbonbons entwickeln. Da ist ein Magnetilo. Da ist noch ein Magnetilo. Ich chain jetzt nicht. Das würde viel zu viele Erfahrungspunkte geben. Das lassen wir lieber bleiben. So, ich fange jetzt nur noch Sachen... Oh, TM38, Donner. Nehme ich gerne. Ich fange jetzt halt nur noch, wenn jetzt mal ein Elektroball auftauchen sollte oder Magneton, wenn das hier passieren kann. Das ist doch ein Scam. Das ist doch ein Elektroball. Kavum! Ach du Scheiße, der ist richtig sauer. Yay! Der will richtig Stress schieben. Kampfzeit! So einer ist das! Elektroball, was soll denn das? Kreideschrei. Da hat man richtig gesehen, dass der falsch rumlag. Ach du Kacke. Elektroball, dein Ernst? Eiwei! Einmal abgesaugt. Zip, zip. Wenn eine Kreideschrei wäre eine gute Attacke, wenn er jetzt noch mit irgendeiner physischen Attacke followen würde, die wirklich Schaden macht. Ist zum Beispiel nochmal Kreideschrei. Wenn er jetzt Explosion einsetzt, haben wir ein Problem. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Tut mir leid, Elektroball. Aber schön ist, wenn wir den jetzt fangen, dann sind wir ganz fein dabei. Dann haben wir nämlich auch schon Elektroball und müssen keinen Voltoball mehr entwickeln. Das würde uns nämlich einen Donnerstein kosten, glaube ich, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich meine, den hätten wir, aber jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Na, mein Kleiner, alles gut? Das ist deine Chance, das wilde Elektroball zu fangen. Sehr schön. Koop-Trainer kommt mir zur Hilfe. Und hopp. Aber ein bisschen spät. Ich vergesse immer diesen kleinen Delay. Zip. Zop. Zibbeldi-Zop. Sehr schön. Elektroball. Mensch. Noch ein Pokédex-Eintrag mehr. Was haben wir denn da? 1323. Flummi kriegt erstmal ganz dick EP. Ich meine, die anderen auch, aber das war schon mal nicht schlecht. So, für Elektroball gibt es einen Eintrag im Pokédex. Es speichert elektrische Energie in seinem Körper. Schon die geringste Erschütterung lässt es explodieren. Eieiei, den Jungen schicken wir mal weg. Junge, geh nach Hause. Wirklich. Bist hier nicht erwünscht. Hallo, gibt's hier auch Magnetorn? Vielleicht müsste ich dafür mal was chainen. Dann tauchen hier vielleicht auch Magnetons auf. Das ist ein Smorgon. Das Kraftwerk ist voll im Arsch. Was soll denn das? Warum stehen hier überhaupt so viele Ölfässer? Was brauchen wir mit den ganzen Ölfässern und diesen ganzen Kartoffelsäcken in einem Kraftwerk? Oh! Was will er denn jetzt? Hallo, alles gut bei dir? Ja, nee, danke, tschüss. Ist ja nett, dass du hier auftauchst, aber Magneton. Hallo, oder Smogmog. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen anspruchsvoll, aber das wäre echt schön so an sich. Ich meine... Oh, das ist ein Electek. Ein Donnerstein, jetzt haben wir zwei davon. Hätte ich mir die mal alle gar nicht kaufen müssen. Hallo. Lasst ihr mich jetzt mal in Ruhe, ihr gebt viel zu viel Erfahrungspunkte. Wenn ich dieses Electek fange, was noch sehr groß ist, ich mach das jetzt einfach mal, dann kriegen wir bestimmt 2000 Erfahrungspunkte oder so auf jedes unserer Pokémon. Und dann schon ein bisschen viel. Ja, box die Dinger weg, das ist nämlich besser so. Das war ja ganz großes Kino. Das war nicht sehr koordiniert von mir, Elektroball. Ich weiß, beim Synchronschwimmen hätte ich jetzt eine 6 gekriegt. So, gut. Komm schon, Electek. Du schaffst das. Ich bin sehr... Nee, okay. Electek, du hast so einen schönen Blitzer auf dem Bauch. Ich würde den gerne mal anfassen. Eieiei. Na, das wird auch nichts. Nee. Nur mit einem Pokéball, das wird nichts. Mit so einem Kombiball kann das was werden? Ja, tschüss, Electek. War nett mit dir. Ich hoffe, die zwei Bälle habe ich auch noch verschwendet. Besser ist es. Es hätte bestimmt viel zu viel EP gegeben. Wir wollen ja auch nicht auf... Oh, ja, da ist ein Smogmog. Seht ihr mal. Das ist jetzt der Ansage. Na, Junge, geht's gut? Ein winziges Smogmog. Ein ganz kleiner. So, machen wir einen Hyperball. Und mal den zweiten Trainer an. Und dann geht das los. Warum ist der Hyperball so spät losgeflogen?
Der rennt uns doch jetzt weg! Was soll denn das? Verflixt, es hätte beinahe geklappt. So, jetzt gleichzeitig und hopp. Ach du Scheiße. Hallo. Gleichzeitig und hopp. Das war besser. Aber ich habe den Kreis nicht getroffen. Das ist wieder ein Problem. Die Frage ist halt wirklich, gibt es hier Curveballs und helfen die? Wenn man das halt im Handheld-Modus spielt. Ich meine, das hat uns jetzt hier eh nicht zu interessieren, weil wir es nicht einsetzen können. Aber es wäre schon schön. So an sich. Weil Curveballs sind so das Hauptmittel bei Pokémon Go, womit man die Fangchance erhöht. Das ist ja wirklich 1,7-fach, wenn man einen Curveball wirft. Und das könnten wir hier im Handheld-Modus ja auch, theoretisch. Aber nicht, wenn ich streame, weil wir müssen aus dem Dock raus streamen. Ansonsten kann ich das HDMI-Kabel nämlich nicht anschließen. Und ohne HDMI-Kabel gibt es auch keinen Stream, du Arschloch. Was auch immer das jetzt war. Ich schwöre euch, ich habe die Dinger gleichzeitig bewegt. Smogmog. Smogmog, jetzt ehrlich. Lass das mal. Lass einfach gut sein. Ich verschwende gerade so viele Bälle an dem. Blüpp, blüpp, blüppet. Nein. Smogmog. Bitte. Fabelhaft, komm. Das muss jetzt reichen. Das ist jetzt das Beste, was für hier heute passieren kann. Und das musst du einsehen. Nein! Sieht er nicht ein. So ein Arschloch! Bin sauer. Bin richtig sauer. Schau mal, da ist noch ein Elektroball. So tut, als wäre es ein Item. Parfüm wirkt nicht. Ja, sprüh. Mach das ganze Kraftwerk stinkig. Ist mir doch egal. Da ist noch einer. Na? Bist du auch so ein Arschloch wie dein Kumpel? Hm. Bin Smogmog. Ich stink hier alles voll. Hopp. Dankeschön. Dieser Delay ist echt scheiße. Weil der halt einfach nie... Ja, das war jetzt doch zu früh. Weil wenn ich loswerfe, dann passiert es erst einmal so ein paar Sekunden später, dass er wirklich auch wirft. Deswegen ist sich bewegende Pokémon zu fangen richtig schwierig hier. Zumindest halt mit den Joy-Cons. Wahrscheinlich im Handheld-Modus nicht ganz so schlimm. Okay, Smogmog, ich sehe es ein. Hier. Ist eine Himmi-Beere. Ist ein Snickers, Smogmog. Immer wenn du Hunger hast, wirst du zum Arschloch. So gut. Bitte. Bitte, ich habe einen Hyperball genommen. Doppelball, Hyperball, Scheißeball. Es funktioniert nicht. Silberne Sananabeere, komm jetzt hier. Ist das Ding. Iss ihn. Einfach fabelhaft. Komm jetzt, Smogmog. Das muss es sein. Bitte. Ich flehe dich an. Ja! Oh, meine Güte. Smogmog ist richtig fertig mit seinem Leben. 1800 EP, na, das ist doch mal eine Ansage. Sodamax sagt Level 44. Nicht schlecht. Und für Smogmog gibt es einen neuen Eintrag im Pokédex. Na, alles gut bei dir, Smogmog? Smogmog ernährt sich von allerlei Müll, aus dem es Köstlichkeiten wie giftige Gase, Bakterien und Staub absorbiert. Hm, yam yam, Bakterien. Ja, ja, ich habe auch schon eine Gastritis. Soll ich dich mal ankotzen? Hm. Ja, ja, so einer ist. Da liegt ein Elektroball. Könnte mir egaler nicht sein. Die sind auch richtig sauer. Legen sich dahin, weil sie so tun, als wenn sie Items werden. Und dann greife ich die nicht mal an. Kacken dreist, diese jungen Trainer von heute. Kümmern sich nicht mal um... Oh, hallo, sind wir schon da? Oh, ist das Magneton? Yeah! Zapdos tut mir echt leid. Ich fange jetzt erstmal Magneton. Yeah, Magneton! Das geht ab, das geht ab. Magneton. Magneton. Was auch immer das war. Magneton! Oh, non, non, bitte, Magneton. Sei kein Smogmog. Schreib dich nicht ab. Sei ein geiler Magnet. Sei drei geile Magneten. Okay, Entschuldigung, bitte. Gut. Sei kein Smogmog. Dann sei halt ein Arschloch! Los jetzt. Hopp. Einfach fabelhaft. Los jetzt. Drin bleiben. Bitte. Ich bin nie wieder freundlich. Ich sag auch noch bitte und dann spielt er mit meinen Gefühlen. Hier, ist eine Himbeere. Du bist ein Magnet, du kannst nicht mal essen, aber bitte. Bedien dich. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ich bin gerade richtig synchron mit den beiden Würfen, aber... Geradeaus. Natürlich nicht. Der bewegt sich ganz erratisch und man weiß auch gar nicht, wo der... Ja, komm. Habe ich überhaupt noch Pokébälle jetzt für Zapdos? Ich weiß es nicht. Nehme ich halt den Meisterball. Ist auch okay.
warum auch immer das jetzt nicht getroffen hat. Ja, das sehe ich ein. Hallo. Und hopp. Ach, verflixt, ein ganz bisschen zu spät. Ich fühle mich hier wie so ein Fluglotse mit den beiden Joy-Cons. Hupsch, hupsch. Wo geht's denn hin? Bitte einmal eintrudeln. Ja, jetzt hat's geklappt. Klasse, Magneton wurde... Ja, ganz klasse. Super Nummer, Rion erreicht Level 34. Das ist freundlich. Das ist freundlich. So, gibt's einen neuen Eintrag. Es erzeugt seltsame Radiowellen, durch welche die Lufttemperatur in einem Radius von 1 Kilometer um 2 Grad Celsius steigt. Ey, das ist aber nicht so gut. Magneton ist schuld an der globalen Erwärmung. Schickt das Amerika. Die wollen das sicher hören. So, jetzt du schiebst mal ab, Kleiner. Guck mal, ein Zapdos. Oh ja, das ist Electek. Na, Electek ist... Eieieiei, guck mal, Zapdos, sind das deine Kumpels? Alles gut bei dir? Sind die eigentlich auf der Overworld shiny, wenn die shiny sind, die Legendaries, oder sind die das nicht? Ich weiß nicht, speichere auf jeden Fall. Vor Legendaries immer speichern, das ist so eine Maßnahme, die man ergreifen sollte. Wer von euch macht denn mal Zapdos? Gegen Elektro-Pokémon wäre eigentlich keiner so richtig gut. Vor allem nicht gegen die Elektro-Flug-Kombi. Rihorn, wenn dann, aber der ist halt jetzt auch nicht so... Ach, weißt du was, nehmen wir einfach Hevo, ist doch auch egal. Na? Beruhig dich, Zapdos! Zapdos erscheint. Huiuiui. Mehrere Statuswerte. Ach du Scheiße. Nur 5 Minuten Zeit. Was soll denn das? Ja, dann machen wir mal einen Blubsauger. Lichtschild. Ach du Kacke. Zapdos, kannst du das mal lassen? Jetzt mache ich doch gar keinen Schaden mehr. Ja, wirklich nicht. Ich bin auch nicht schneller als Zapdos, das ist halt auch ein bisschen belastend. Evoli, du hast einfach nicht genug von deinen Vitaminen gegessen. Das heißt, wir können dich nicht mal zum Zurückschrecken bringen. Das tut weh. Das tut weh, in der Tat. Kopfnuss. Ja, das war schon ein bisschen besser. Mach nochmal eine Kopfnuss. Noch ein Donnerblitz. Eieiei, Evoli, ich hoffe, du überlebst das. Ich bezweifle das, aber ich hoffe. Nicht mehr so gut, nee. Entschuldigung, nächstes Pokémon rufen. Nehmen wir mal den Rußrachen. Eieieiei, das ist natürlich jetzt ein bisschen lästig. Ich meine, der Rusachan ist gegen Zapdos jetzt nicht so die erste Wahl, die ich da gehabt hätte. Definitiv nicht. Aber vielleicht kriegen wir noch einen Flammenwurf raus. Nee. In der Tat tun wir das nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ein bisschen lästig ist das ja schon. So an sich. Vielleicht kriegt Schlund das ja hin. Also Sodamax ist jetzt auch nicht so die beste Idee, die ich hier haben könnte. Dass er sich jetzt noch mehrere Statuswerte erhöht, damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Machen wir mal Megasauger. Das ist jetzt auch nicht so geil. Bohrschnabel hast du natürlich auch, ne? Warum solltest du... Ja, toll, ey. Wie hoch sind denn diese Statuswerte erhöht, wenn ich mal fragen darf? Lichtschild aufzuwirken, na toll. Echt super. Ja, uns bleibt noch Flummi. Uns bleibt noch Flummi. Zapdos, was soll denn das? Du kannst nicht einfach jeden One-Hitten. Weißt du, das ist nicht cool. Oh Mann, Donnerschlag, der macht doch bestimmt eh wieder Lichtschild. Wir sind schneller? Flummi ist schneller. Agilität, ja, jetzt nicht mehr. Das sieht Zapdos gar nicht ein, dass hier mal jemand schneller sein könnte als er. Das ist gar nicht gut. Das lassen wir lieber bleiben. Nochmal ein Donnerschlag. Donnerblitz, nie. Zapdos, kannst du mal nicht? Donnerschlag, yeah. Oh, komm, ein Treffer noch. Nur noch ein Treffer. Ich meine, ich kann jetzt Hyperheiler, Hypertranken auf Flummi. Komm, Flummi, du schaffst das. Das hilft uns bloß nicht, weil wir langsamer sind. Eieieiei. Der Timer ist auch so ein bisschen das Schlimmste jetzt gerade. Ohne den wäre das richtig leicht. Wollen wir einfach mal darauf hoffen, dass Flummi... Dass Flummi jetzt einfach mit einem HP überlebt, weil er uns ganz doll lieb hat. Die kleine Flummi. Ich glaube nicht dran. Nee, ich habe nicht dran geglaubt. Ihr habt die Quittung gekriegt. So, komm, nächstes Pokémon. Wir gehen einfach mal auf Rihorn. Rihorn, das ist es. Das ist richtig toll. Los, Rihorn. Wir sind alle ganz stolz auf dich und bereit zu neuen Schandtaten. Ich schmeiß die Top-Beleber auf Hevo und dann war es das, denke ich mal. So, Hevo, bitteschön. Bohrschnabel. Oh, Rion lebt noch. Ja gut, das ist die einzige Attacke, die hier durchkommen kann. Das heißt, Rion darf sogar mal angreifen.
Machen wir Steinwurf probieren. Ich meine, Steinwurf ist eigentlich gar nicht schlecht. Komm, Rion, du schaffst das. Nein, Rion, was machst du denn? Was, warum, was? Was, warum? Warum habe ich jetzt zwei Pokémon draußen? Ja, okay, dann bin ich halt ein Arschloch. Ist auch okay. Dann mache ich das jetzt halt als Arschloch. Ist auch okay. Gut. Ich hätte auch einfach so auf Hervo wechseln können, als ob noch eine Attacke von Zapdos Hervo gewonshottet hätte. Glaube ich nicht. So. Hi Zapdos, alles gut bei dir? Deine Chance, das Zapdos zu fangen. Ja, pass mal auf, wie ich den jetzt fange. Wie ein Pokémon-Meister. Mit einer Himmi-Beere. Bitteschön. Schluck, Kleiner. Ach, nicht hoch genug. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Zapdos. Frau Zapdos. Zapdos. Du kriegst auch keine Bären mehr. Hast du überhaupt nicht verdient. Wen hältst du dich denn, Zapdos? Schlüpp, schlüpp, schlüppidi-düpp. Ein Arschloch bist du. Das ist alles, was du bist. Hopp! Ja, greif halt zweimal innerhalb von gefühlt einer Sekunde an. Ist auch okay. Hier, hopp. Der hat gewartet. Der hat die ganze Zeit nicht... Komm, jetzt greif an. Greif an. Komm, komm, los. Dankeschön. Habe ich jetzt über den drüber geworfen? Na gut, Zapdos, dann halt nicht. Wenn ich keine Bälle mehr habe, werfe ich halt den Meisterball. Aber soweit muss es erstmal kommen. Oh, was war das denn? Warum nicht? Weiter nach da kann ich nicht. Ich mache ja schon wieder den dummen Fluglotsen. Ja, okay. Beruhig dich, Zapdos. Ja, das war natürlich auch wieder nicht im Kreis. Diese Motion-Steuerung ist ganz schön nervig. Das kann man schon nicht anders sagen. Okay, Zapdos! Okay, dann nicht. Vorsicht! Ich werf! Er hätte ihn vielleicht nicht warnen sollen, ne? Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme gewesen. Los jetzt, Zapdos! Der Angriffsanimation ist so lange, aber ich will halt werfen, während er angreift, damit ich ihn treffe, wenn er fertig ist. Aber nein, geht nicht. Geht nicht. Macht der nicht. Jetzt. Nein. Zu langsam. Warum zu langsam? Einfach fabelhaft. Komm, das reicht jetzt. Ich habe so oft daneben geworfen. Diese Motion-Steuerung ist so für den Arsch. Hau doch ab, Zapdos. Ist mir auch egal. Ich brauch dich nicht. Ich hab drei von dir auf Pokémon Go. Die tausche ich mir einfach hoch. Okay? Okay. Warum hat der eine den Ball jetzt? Das war ich nicht. Ich habe meine Dinger gerade in der Luft. So, ach komm. Das ist wieder nicht die Mitte des Kreises. Ist genau darauf zugeflogen. Aber was soll man machen? Motion-Steuerung ist für den Arsch. Ja, Zapdos, du bist auch für den Arsch. Hoffe, das weißt du. Ich will dich nicht mal benutzen, du wirst einfach auf die Box gepackt und vergammelst dann, da wollte ich hin. Der wollte einfach nur nicht arbeiten. Denn ihr wisst, Zapdos, aus welchem Land kommt der? Will ja nicht arbeiten. Richtig. Aus Kanto, aus Japan. Will nicht arbeiten. Da arbeiten die richtig hart und lange, das mag der nicht. Dieses legendäre Vogel-Pokémon verdient keine Aufmerksamkeit. Blitze, ja. Pokémon-Box. Hau ab. Will dich nicht mehr sehen. Und du haust auch ab, dich will ich auch nicht mehr sehen. Ja, ihr, die Boys. Die Boys sind back in town, ich sehe das schon. Hallo. Hallo. Hallo, ich gehe mal wieder, tschüss. Uff. Rußrachen, wir tun mal so, als wäre das nie passiert, okay? Okay. Supi. Wannabe. Dann surfen wir wieder nach Hause. Leben ist hart und steinig, wie ein Stein. So. Schlupp. Parfüm nicht nochmal, nee. Ach du Scheiße, Nidorina, was machst denn du da? Was ich hier mache, ich wohne hier. Ja, Entschuldigung, ich gehe schon. Tut mir leid, mein Fehler. Na, kleiner Ratti. Ich renne jetzt voll in Radfratz rein. Nee, doch! Du! Ich!
Tschüss. Was? Tschüss. Ich sagte tschüss, auf Wiedersehen. So, dann heilen wir nochmal. Einmal drüber heilen, bitte. Willkommen im Pokémon Center. Soll ich mal wieder? Ja, sollst du mal wieder. Uff. Uff. Wenn die einen Statboost kriegen, war das ein bisschen früh für Zapdos, definitiv. Vor allem, wer Wasabi nicht. Nee, wäre nicht gut. Wasabi keine Steinattacke. Nee, das wäre nicht gut gewesen. Ich bin Asttrainerin und stärker als normale Trainer. Das ist ganz stark. Ja, sogar sehr stark. Und du, Opa? Pokémon können einen Vor- oder Nachteil im Kampf haben. Ja, ja. Hier sind die ganz schlauen Leute. Ich hatte keine Verwendung für meinen Nugget, da habe ich es verkauft gestern. Ja, ja, ja. Alle reden davon, dass Gespenster gruselig sind. Finde ich nicht. Meine Mama redet immer mit mir, dabei ist sie vor 4 Jahren gestorben. Pokédex, wie viele haben wir denn eigentlich inzwischen? 101 Pokémon. Eins davon ist Zapdos. Auch bekannt als ein Arschloch. So, wir haben alle Evoli-Entwicklungen. Uns fehlen halt noch die Fossil-Pokémon. Das sind hier 4. Aerodactyl 5 also insgesamt. Lavados und Arctos fehlen uns noch. Dann fehlen uns noch Mew und Mewtwo. Mew werden wir nicht kriegen. Das hier ist Mew. Tschüss, Mew. Wir haben diesen dummen Pokéball-Plus-Controller nicht. Meltan haben wir schon. Da haben wir auch keinen Melmetal, leider. Da müsste ich mich mal ranhalten bei Pokémon Go, dass das mal was wird. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell was wird. Aber wir kriegen den normalen Pokédex vielleicht voll bis 150. Da wäre ich auch schon ganz stolz drauf. Gut. Aber so viel finden wir dann erst beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin, euer True Tüdelü. Nur einmal speichern. Ja. Yeah. Dann schauen wir uns mal hier nebenher nochmal kurz an die Stats von Zapdos an. Ob der wenigstens gut ist. Oder ob der genauso scheiße ist, wie der sich aufführt. Na, Zapdos? Sensationell. Angriff, Spezialangriff und Spezialverteidigung. Initiative sind so eher nicht. Ja, Zapdos, bin ganz stolz auf dich. Altes Gummihuhn. Magneton. Smogmog. Also wir haben schon ein paar gute Sachen gefangen. Ich schau da mal rein. Ich schau mir die gerade mal an. Ne? Sensationelle KP. Sensationeller Angriff. Ui, 3 sensationelle Stats. Ah, das war, weil wir stationär waren, nehme ich mal an. Ich bin akzeptabel. Ich bin groß. Ich bin scheiße. Auch groß. Auch. Uiuiuiuiuiui. Ist fantastisch oder sensationell? Ich glaube, sensationell ist besser als fantastisch. Fantastisch sind, glaube ich, 20 Punkte und sensationell 21. Aber hier, Lapras, bei dir geht das schon ab. Bei dir geht das schon ab. Nocturne auch. Exzellent. Evo. Sensationell ist das Beste, weil Evo hat perfekte Stats. Sehr gut, sehr gut. Ah, genau, dann kann ich die ganzen Carpado nochmal freilassen, die wir haben. Heben uns mal das Beste auf. Den besten Karpfen. Wahrscheinlich der hier. Oh, nee, die hier sind auch ganz gut. Der hat 4 perfekte Stats, okay. 3 perfekte, 3 perfekte, 3 perfekte. Haben die am Ende eine Garantie auf 3 perfekte Stats? Der hat auch 4 perfekte. KP und Verteidigung nicht. Ich glaube, den hier behalte ich. Den vorletzten. So, dann machen wir mal. An den Professor schicken. An den Professor schicken. Hab ich viele Carpadors. Einmal weg mit dem ganzen Quatsch. Einmal weg mit dem ganzen Quatsch. So. Verschicken. Tschüss. Danke, danke. Ja, ja, du hast mir 51 Carpador geschickt. Reicht's jetzt langsam nicht mal? Bitteschön. Flitbonbons und ein Carpador-Bonbon. Du hast mir 159 Pokémon geschickt. Ja, ja, das ist ganz schön viel. Lass das mal. Das nervt. Was für eine Carpado-Jagd du verpasst hast, oder? Das war schon ein bisschen. Wir haben die auf 31 gechained. Und kein Shiny gekriegt. Aber wir haben ja noch ein anderes. Eine Saugglocke haben wir noch. Das ist der noch nicht vergammelte Bruder von Schlund. Dem geht's auch gut. So sehen die aus, die normalen. Gut, aber wir machen erstmal kurz ein bisschen Pause. Bin sofort wieder da. Bis gleich.